Oder. Und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Minecraft Herr Pixelmon, Start des Ganzen. Natürlich, wie es nach den ersten drei Startfolgen so ist, im Hauptmenü. Ja, dann connecten wir auf den Server. Und wir sind gespannt, ob unsere Sachen noch leben. Und das sieht ganz so aus. Das ist geil, Leute. Das ist der Shit. Das freut mich gerade. Das freut mich gerade. Eine Stonehoe. Brauchen wir denn... Was? Kein Seed. Kein Seed. Kein Seed? Please. No. No Trollerino. Was sollen wir machen? Ah, okay, wir müssen hier erstmal mal ein bisschen erhöhen, denn wir kommen hier sonst nicht dran. Wir müssen kurz springen, um die abzubauen. Aber ist ja kein Problem, ne? Das kriegen wir hin. Wir können theoretisch noch welche anpflanzen, aber wir wollen ja auch ein paar hier so verkochen, damit wir Pokebälle haben. Denn wir wollen langsam anfangen, und das sollten wir auch schleunigst tun, unser Pokémon zu trainieren. Und was ist das denn? Fackel, warum konnte ich die nicht platzieren? Komisch. Was soll's? Wir haben keine Fackeln mehr. Also wir machen gerade nochmal hier kurz da. Fackeln, zack, zack. Haben wir wieder ein paar. Ja, das ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt hier keine Samen bekommen haben. Ah, guck mal, sind schon direkt wieder gewachsen. Wir behalten mal drei von jeder Sorte. Das heißt, wir pflanzen hier noch einen von denen an und wir pflanzen hier noch. Wobei, nee, ich brauche. Ah, geil, der ist nochmal gewachsen. Warte, ich brauche zwei blaue für einen Meister. Für hier einen. Wie heißt der? Megaball oder so. Keine Ahnung, wie der heißt. Den Crater Ball. Brauche ich zweimal die blauen. Und einmal rot. Und dreimal. Rot brauche ich für Pokebälle. Das heißt, ich brauche theoretisch nur zwei hiervon. Das heißt, ich könnte hier noch zwei anpflanzen. Klingt nach einem Plan. Gut, packen wir hier rein. Oh, da haben wir noch einmal Eisenohr drin. Packen wir hier einfach noch eine Kohle dazu. Gucken, dass hier auch keiner ist. Und dann müssen wir natürlich heute auf jeden Fall ins Poke-Center. Ja. Unser Pokémon heilen, das ist ganz wichtig. Was brauchen wir hier nicht? Wir können erstmal den ganzen Stein und sowas hier reinpacken. Das ganze Zeug, was man halt hier so erstmal nicht brauchen. Diorit, Andesit, Granit. Travel, das behalten wir mal. Da wurde mir in den Kommentaren gesagt, danke an der Stelle nochmal. Da können ganz nützliche Sachen für uns bei rauskommen. Ja, und den werden wir natürlich nochmal auf den Grund gehen. Hier, Kuntran ist rausgegangen, das heißt, er ist wohl mit seiner Aufnahme fertig. Da packen wir hier einmal diese Aprikorn. So heißt es halt im Englischen, ja, deswegen kam es auf Aprikorn. Aprikot oder Aprikoko heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ich bleibe bei Aprikorn. Steht hier so da. Das ist schon richtig. Das können wir hier noch reinpacken. Halt, komm, das ist eigentlich egal, weil wir haben ja nicht so viel im Inventar, ja, oder da wird nicht so viel ausgewechselt. Die Iron Disc natürlich, die brauchen wir gleich für die Pokebälle. Da haben wir noch einen, können wir anpflanzen. Seeds brauchen wir auf jeden Fall, also was heißt brauchen, ne? Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Carpador oder sowas für Fisch und so zum Essen, aber der kommt hier noch rein. Der Ofen ist noch am Brennen. Cursed Apprentice. Ja, das ist die Errungenschaft, die man erhält, wenn man hier Aprikorns einschmilzt. So, ja, da haben wir nur das Schmodder drin, das wir nicht brauchen.
Wir bleiben trotzdem am Sneaken. Ist nur noch der Herr Blaze mit drauf, ja. Von daher, komm, was soll's? Wir machen einmal hier, das ist hier Great Ball und dann nochmal 5 Pokéball Discs. Dann brauchen wir aber noch Iron Discs, denn, ja, ihr seht schon, wir haben hier noch 2 Great Balls. Klingt logisch. Gucken, ne, hier ist noch nichts Neues gewachsen. Den Anvil packen wir mal kurz hier hin. Dann packen wir hier die ganzen Dinger rein. Und da müssen wir Maustaste, Linksklick einfach gedrückt halten. Das war unser Fehler bis dato, was wir immer falsch gemacht haben. Wir haben einzeln geklickt und gedacht, Alter, da passiert nichts, ey, was ist da los? Man einfach gedrückt halten. Easy. Zeit im Überblick behalten. Ja. Muss man auch ranhalten, sind wir noch dann um 20 Uhr TTT hier wieder, auch wenn ich es nicht aufnehme, weil es bei mir leider keine Sau guckt oder nicht viele. Bin ich trotzdem ab und an noch dabei. Komm, die nächsten hauen wir auch noch drauf. Was soll's? Was gemacht ist, ist gemacht, ne? Und die nächste Folge werden wir dazu nutzen, um dann mit Pokébällen und so weiter rauszugehen, Pokémon zu leveln. Und da hoffentlich ein bisschen voranzukommen, was unser Pokémon anbelangt. Denn, ja, Woche 1 sozusagen, wir dürfen 2 Pokémon bis Level 20 haben. Das heißt, wir können unser Pokémon hochleveln und noch eins fangen und es auch hochleveln. Eine andere Regel ist noch, das Pokémon, das wir fangen, darf nur 3 Level über dem Max-Level von unserem Pokémon sein. Dalukart startet und da connectet er auch. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Also sieht schon nice aus, oder? Sieht schon nice aus, ja. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch, ach, Cleanstone brauchen wir für Knöpfe, ne? Komm, da packen wir hier mal einfach ein bisschen noch was mit rein. Ich schaue mich gleich nochmal um, nicht, dass Dalu hier vielleicht in der Nähe ist. Das wäre natürlich auch sehr ungünstig für uns. Gerade weil wir noch überhaupt nicht gelevelt haben, ja. Hier haben wir noch einen Platz für ein rotes. Ja, egal. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich muss gerade mal ein bisschen Gedanken sortieren. Was steht noch an? Was muss ich noch machen? Was sind so die nächsten Schritte? Weil ich bin ja auch komplett ohne Vorahnung oder Vorwissen an die Pixelmon-Mod hier reingegangen. Das ist erste Staffel gewesen, die ja sehr schnell leider bei mir aus doofen Zufällen beendet war. Oder sei es jetzt hier zweite Staffel, wo ich mich genauso wenig informiert habe, einfach weil ich mich darüber freuen würde, wenn ihr mir sagen könnt, wenn Fragen offen sind oder so, was ich denn da zu tun habe. Oder was ich falsch mache, beispielsweise. Okay, Anvil haben wir hier weg. Das ist schon mal gut. Den packen wir wieder ein. Der soll nicht geklaut werden. Nein, nein, nein. Brauchen wir ein paar Stone-Buttons. Die lassen wir hier gerade nochmal noch einschmelzen. Dann können wir theoretisch noch einen Heavy Ball machen, glaube ich, war das, ne? Heavy Ball können wir machen für Stein-Pokémon. Aber schon mal cool, dass wir hier so ein paar Sachen angepflanzt haben. Wie gesagt, Seeds, dass wir einfach uns Brot machen können, wäre halt natürlich nicht schlecht. Dann sind wir auf keine Pokémon, die wir töten müssen, angewiesen. Cobblestone wieder rein. Die kommen hier einmal rein, Heavy Ball Disc. Und Bomb. Das ist jetzt hier gerade noch so ein bisschen stupide und stumpf. Aufnahme Ente hat Herr Blaze geschrieben. Aufnahme Ente Folge 6. Ende mit Sternchen dann noch. Witzig. So. Jetzt haben wir die. Jetzt gehen wir hier hin. Machen hier unsere Buttons. Ja. Dann zack, zack, zack. Zack. Oh, zack. Hoppala, die können wir natürlich nicht zusammenstecken.
Aber hier können wir noch Button draus machen. Zack, zack, zack. Bums. Haben wir. Das ist schon mal nice, ja. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal Pokebälle, ein paar wenigstens. Ja, das können wir weiter brutzeln lassen. Das juckt uns hier erstmal weniger. So, so, so. Anvil haben wir im Inventar. Da haben wir im Inventar. Hier haben wir nichts Wichtiges drin. Hier haben wir nichts Wichtiges. Die sind halt angepflanzt, aber das ist halt, wie es ist, ne? Holz haben wir auch noch ein bisschen. Da würde ich sagen, klappen wir uns wieder den Weg nach oben frei. Mal den Weg werde ich genauso auch wieder zumachen, ist ja ganz klar. Wir wollten ja, dass es nicht so auffällt. Deswegen werde ich das hier auch wieder komplett zumachen. Und die Erde. Und ja, ich weiß, gerade seht ihr nicht sonderlich viel. So, aber das ändert sich gleich, weil wir sind gleich draußen. Ja, wir haben es gleich geschafft, sind wieder im Licht. Ich will nur nicht, dass ich jetzt hier irgendwie angegriffen werde. Das wäre ziemlich kacke. Hier sind wir. Muss mir natürlich auch das Gebiet merken, wäre natürlich nicht verkehrt. Auch allein, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, in welche Richtung muss ich denn nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Leider keine Ahnung mehr, in welche Richtung ich zurückkam. Im Pokécenter. Primer. Sprinten können wir natürlich auch nicht. Komm, hier Aprikorns nehmen wir noch mit. Wobei, was wir machen könnten, ist, wir könnten uns hier gerade einmal eine Workbench hinstellen. Uns hier gerade ein Bootchen machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ah, und hier ist die besagte Schlucht, von der schon ein paar gesprochen haben und der habe ich schon gehört. Hoppala. Hoppala. Hier müssen wir einmal. Oh, da ist Dalu. Da ist Dalu. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich wieder zurück und will uns herausfordern, weil wir haben überhaupt keine Chance. Wir haben ja noch gar nicht gelevelt. Ach, kann man das nicht mehr kaputt machen, wenn man hier drin sitzt noch? Kann man das nicht mehr? Geht das so nicht? Oh doch, er versucht's. Das ist natürlich blöd für uns. Da können wir nichts machen. Der Penner, ey. Der Penner. Der wollte uns. Ja, super, da können wir mit unserem Pokémon jetzt noch nichts anfangen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist blöd. Drowsy. Gut, so viele Möglichkeiten haben wir halt jetzt echt nicht. Drowsy. Unser Boot haben wir. Zack, das behalten wir auch erstmal im Inventar. Aprikorn nehmen wir mit. Drowsy. Und wir müssen jetzt leider warten, ja, dass Dalu sich da irgendwo anders hin Drowsy. verzieht.
Denn wir haben natürlich keine Chance. Level 6er Pokémon, das macht keinen Sinn, Freunde. Das war's auch schon mit der Folge, ja. Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Pokéball haben wir ein paar und sind eigentlich ready, wenn wir es schaffen, ins Pokécenter zu kommen. Natürlich schaut mit den anderen vorbei. Stehen alle Links, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, unten in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und Tipps sind natürlich alles erwünscht. Macht's gut, Leute. Ciao. Oder.